Seit 2012 wird an der SRH-Hochschule in Heidelberg nach dem sogenannten CORE-Prinzip gelehrt und gelernt. CORE, das steht für Competence Oriented Research and Education. Und dahinter steht eine ganz andere Form des Studiums, als man es sonst an deutschen Hochschulen und Universitäten kennt. Die Studierenden werden in 5 Wochenblöcken unterrichtet, bis hin zur praxisorientierten Prüfung. Jetzt wurde die SRH-Hochschule Heidelberg für das CORE-Prinzip mit dem Genius-Loci-Preis für exzellente Lehre durch den Stifterverband und die Volkswagen-Stiftung ausgezeichnet. 22 Hochschulen und Universitäten aus ganz Deutschland hatten sich um den Genius-Loci-Preis beworben. Das Rennen machte am Ende die SRH-Hochschule Heidelberg. Der Grund? Das CORE-Prinzip. Das innovative CORE-Konzept hat die Jury wirklich überzeugt, dass es einfach ein Konzept ist, das die ganze Hochschule umfasst, das wirklich auch aktuelle Ergebnisse der Lehr- und Lernforschung beinhaltet und wirklich einen mutigen, vorbildhaften Schritt geht. Die SRH-Hochschule Heidelberg bietet 40 Bachelor- und Masterstudiengänge an, die alle nach diesem Prinzip gestaltet werden. Der Genius-Loci-Preis ist eine Bestätigung, dass die SRH auf dem richtigen Weg ist. Für die SRH-Hochschule ist dieser Preis sehr, sehr wichtig und hat zwei große Bedeutungen. Zum einen mal auf der internen Seite. Es ist eine Anerkennung und eine Auszeichnung für das, was unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den letzten 8 Jahren geleistet haben. Und natürlich freuen wir uns über die bundesweite Anerkennung unseres CORE-Prinzips und darauf sind wir auch stolz. Wie das CORE-Prinzip funktioniert, wie sich Lernen und Lehren in 5 Wochenblöcken anfühlt, konnten die Gäste der Preisverleihung selbst erleben. Auch für die Studierenden war die Umstellung weg vom klassischen Hörsaal hin zur aktiven Lehre etwas Neues. Hätte ich ein reines wissenschaftlich tief fundiertes Studium gehabt, hätte ich diese persönlichen Kompetenzen, Vorträge halten, mich mit anderen kooperativ zusammenzusetzen, nicht ganz so ausgebildet, wie das einfach im Rahmen des ganzen Studiums wirklich bei mir gewirkt hat. Würden Sie sagen, das CORE-Prinzip sollte Vorbild sein für alle deutschen Hochschulen und Universitäten? Absolut. Ich kann wirklich mit absoluter Sicherheit und mit Überzeugung sagen, dass es meiner Meinung nach, das zumindest wie ich es auch erfahren habe, fortschrittlichste und zukunftsfähige Studienkonzept ist, was wir haben, was wir kennen. Und von dem her bin ich auch heute immer noch froh, für dieses Konzept einzustehen, nach wie vor als Studierender der Hochschule, parallel zu meiner unternehmerischen Selbstständigkeit einfach alles mit einfließen zu lassen und das Ganze voranzutreiben. Mit dem CORE-Prinzip hat die SRH-Hochschule nach wie vor ein Alleinstellungsmerkmal in Deutschland. Viele Institutionen schauen mittlerweile nach Heidelberg. Es ähnlich zu machen, fällt schwer. Sie müssen Haltung verändern. Sie müssen den Kolleginnen und Kollegen, den Professorinnen und Professoren sagen, geht weg von eurer Bühne, geht in die Mitte der Studierenden und macht euch zum Lerncoach und zum Lernbegleiter. Sie lösen damit aus, dass wir als Experten, die wir eigentlich sind in unserer Rolle, plötzlich nicht mehr die Experten sind, sondern nur noch Teil eines lernenden Systems und dass wir manchmal Fragen kriegen, die wir selber nicht beantworten können. Und das ist sehr unkomfortabel. Und da müssen Sie die Kollegen mitnehmen. Letztlich hat das CORE-Prinzip nicht nur die Lehre revolutioniert, sondern formuliert auch ein gesellschaftliches Umdenken. Entsprechend will die SRH künftig das CORE-Prinzip im gesamten Konzern umsetzen. Also erst war es ja mal ein didaktisches Konzept für die Hochschulausbildung. Aber viele der Mitarbeiter und Mitarbeiter haben gesehen, was wir hier produzieren, was hier funktioniert. Und Führungskompetenz zu erlangen, ist ja was, was wirklich überall Not tut. Und wir konnten es inzwischen ausrollen und nutzen, beispielsweise im Klinikbereich, um Führungskompetenz zu stärken. 2010 hat sich die SRH-Hochschule auf den Weg gemacht. 2012 wurde das CORE-Prinzip eingeführt. Doch am Ende des Weges ist man damit noch lange nicht. Wir lernen immer neu und jetzt kommen wir in eine Phase, wo wir auch mit den anderen SRH-Hochschulen zusammenarbeiten, die das auch übernehmen. Und da bekommen wir ganz spannende Impulse und Rückmeldungen und es werden auch wieder neue kritische Fragen gestellt. Und die sind auch gut, weil wir es einfach nochmal überprüfen können, dass wir nicht irgendwann mit Scheuklappen gehen und blind werden, sondern dass wir auch immer wieder hinterfragen und neue Impulse bekommen, uns auch auf neue Studienmodelle übertragen. Der Genius-Loci-Preis ist mit 20.000 Euro dotiert. Die SRH-Hochschule Heidelberg wird das Geld im Bereich digitale Lehre einsetzen. Doch viel süßer als der schnöde Mammon schmeckte am Ende die Ehre, die der SRH mit diesem Preis zuteil wurde.